geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Ich habe die Folge eben schon aufgenommen, aber ich habe vergessen, dass mein Mikrofon ausgestellt war. Und ich mache jetzt einfach das, was ich in der letzten gemacht habe. Ich hoffe, ihr überbringt mir gute Neuigkeiten. Beziehungsweise, was ich gemacht habe, als ich nicht aufgenommen habe. Er ist tot? Dem Himmel sei Dank. Ich fürchtete schon, dass ich hier nie wegkommen würde. Oder schlimmer noch, dass er mich hier heimsuchen würde. Nun kann ich endlich nach Hause zurückkehren. Trotz allem finde ich, dass der Orden des tugendhaften Blutes seine Arbeit fortsetzen sollte. Vielleicht sollte ich mit den anderen reden. Ja, ich glaube, der Orden wird weiter existieren. Gebt mir Zeit, die Vorkehrungen zu treffen und trefft mich dann in Seridos Keller. Wem gehört dann eigentlich das Haus, wenn Serido tot ist? Und genau das habe ich mich schon das andere Mal gefragt. Ich gehe erstmal zur geheimen Universität, damit ich Vampirpulver, Vampirstaub, ich höre euch zu, dingsen kann. Das war ein bisschen zu hoch gesprungen. Morgen. Klon mit meiner Truhe, weil sobald der Typ, sobald ich mit dem geredet habe, kann der mir für jeden Vampirstaub 250 Septime geben. Das ist schön. Und dann bekomme ich mit einmal sowas über 2500. Aber 24 Sekunden sind schon etwas lange, finde ich gerade. Eigentlich wollte ich auch noch ausprobieren, ob man einen Nirnwurz so klonen kann, aber das geht nicht. Leider. Das heißt, man muss sie wirklich suchen für die Quest. Deswegen werde ich diese Quest nie machen. Das gibt nämlich nur dumme Tränke, die ich niemals benutzen werde, weil sie dumm sind. Die dummen Tränke. Ich hoffe, es lohnt sich. Und es gab lange, beziehungsweise öfters keine Videos, weil ich unter schulischem Stress gerade bin, hatte. Ich wusste nicht, dass Seridou ein Vampir war. Ich schwöre es. Ich diene nun Roland. Bitte entschuldigt meine Fehleinschätzung. Und deshalb habe ich nichts hochgeladen, weil ich nichts bearbeiten konnte. Und jetzt sollte ich eigentlich auch nicht aufnehmen, weil ich etwas krank bin. Er betet. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ich habe mich lange mit Ghislaine und Graukehle beraten. Sie stimmen mir zu, dass der Orden bestehen bleiben soll. Darüber hinaus möchten wir euch zu unserem Ehrenmitglied machen. Wenn ihr je einen Dienst von uns benötigt, erweisen wir ihn euch gern. Außerdem möchten wir euch mit diesem Zauberring belohnen. Verwendet ihn weise, wenn ihr kämpft. Immerhin gibt es auf dieser Welt jetzt ein paar Vampire weniger. Gute Arbeit. Wenn eines unserer... Da ihr ein Ehrenmitglied des Ordens seid, werden wir euch gerne belohnen, wenn ihr uns einen Beweis dafür bringt, dass ihr einen Vampir getötet habt. Bringt uns den Vampirstaub aus seinen Überresten. Und das muss ich jetzt für alle einzeln machen. Kehr zum. Und jetzt achtet oben auf die Leiste. Möge die Sonne alle Zeit euren Weg erleuchten. Schön, oder? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es ist schön. Jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Ich suche jetzt Lorak Kroglob. Den da. Ist ein Ork halt. Der hat grüne Haare, übrigens. Guten Morgen. Und irgendwie ist meine Maus etwas wackelig. Ich glaube, das liegt an dem Mauspad. Hey, Fremder! Habt ihr ein paar Münzen für mich übrig? Dieser verfluchte Wachmann hat mich eben ausgeraubt und mir meinen letzten Septim abgenommen. Das Schwein hat mir alles Geld abgenommen, das ich am Leib trug. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich kenne sein Gesicht. Ruslan und ich waren bei Yensin einkaufen, als er uns des Diebstahls bezichtigte. Wir stülpten unsere Taschen um, um unsere Unschuld zu beweisen, aber das war ihm egal. Wir mussten das Bußgeld bezahlen, sonst hätte er uns ins Gefängnis geworfen. Er hat die meisten Ladenbesitzer am Markt schon zur Kasse gebeten. Sie haben alle viel zu viel Angst vor ihm, um etwas gegen ihn zu unternehmen. Yensin wollte nicht einmal darüber reden. Jemand sollte endlich etwas gegen ihn unternehmen. Verdammte Wache! Ich wette, das sind alles Gauner!
Ruslan sagt genau dasselbe, außer dass in seiner Geschichte Insigne ihn verteidigt hat. Das muss man sich nicht noch extra anhören, weil es wirklich genau dasselbe ist. Habt ihr etwas gefunden? Ich schätze, ich kann euch vertrauen. Es ist dieser Dreckskerl Audens Avidius. Er kommt jeden Monat und nimmt von meinen Waren, ohne zu bezahlen. Was soll ich jetzt tun? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Nur ein anderer Wachhauptmann kann ihn verhaften. Aber das wird wohl kaum passieren. Ich habe diesen Zauber nur gemacht, weil ich eigentlich nicht genug Dings hätte. Erstaunlicherweise. Also genug Einfluss. Hatte ich nicht genug. Guten Morgen. Wenn ihr eine Beschwerde habt, wendet euch an den Wachhauptmann. Ich habe Besseres zu tun, als mir euer Jammern anzuhören. Geht zu Servatius Quintilius. Er ist neu hier und vielleicht töricht genug zu versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Und das finde ich cool, dass ich wirklich die Wachen fragen kann, welche Wachen denn sich um Wachenangelegenheiten kümmern. Vielleicht hat man eben gemerkt, meine Hand war nicht an der Maus. Entschuldigt mich, Der ist perfekt gelaufen. Ich bin erst kürzlich befördert worden. Ich werde keinen Staub aufwirbeln, indem ich gegen einen anderen Wachhauptmann Beschwerde einlege. Ihr könntet euer Problem Itius Hain vortragen. Vielleicht ist er bereit, seine Karriere aufs Spiel zu setzen, um Audens zu verhaften. Und ich habe nichts über Audens gesagt. Viel Glück mit Itius. Eventuell ist es sehr bekannt, dass der Audens Avidius ein Drecksack ist. Ja, die Wache steht ja da hinten. Das letzte Mal, als ich das eben aufgenommen habe, war sie in... Kann ich euch helfen, Burger? ...in der Schenke. Warum sollte ich auf euer Wort vertrauen? Ihr müsst euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Na, okay. Sagt, was ihr zu sagen habt. Das ist jetzt doof. Spar bitte. Da werde ich ja rot. Vielen Dank. Ihr seid nicht. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charme. Bitte. Ihr macht mir keine Angst. Oh nein. Verstehe. Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn ihr zwei Zeugen vorbringen könnt, die gegen Audens Avidius aussagen, verhafte ich ihn. Andernfalls kann ich euch nicht helfen. Ja, okay. Ich speichere nochmal, ich glaube nämlich Audens erfährt davon etwas. Er hat nichts gesagt. Warum teilen die sich auf? Könnte ja meinen, die hätten ein eigenes Leben. Ist ja ekelhaft. Dann renne ich da jetzt noch hin. Wenn ich hier nicht überall hängen bleiben würde, weil ich überall rumspringen will, weil es Spaß macht. Da. Hier ist der Ork, oder? Eventuell. Oh. Ich habe gehört, dass ihr euch nach diesem korrupten Wachmann umhört. Erwähnt bloß nicht meinen Namen, ich habe schon genug Probleme. Ich bin Ruslan. Ihr habt mich überzeugt. Wenn ich mich ihm nicht widersetze, wer dann? Ich hoffe nur, ich begehe nicht gerade Selbstmord. Und jetzt noch Jensin. Nein? Nur zu dem Vincius. Nee, Itius ein. War's. Also der Ork hat, glaube ich, gesagt, das ist hoffentlich nicht die dümmste Idee, die er begangen hat. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Aber ich würde sagen, es ist im Grunde dasselbe. Duvin Aachen, ja, ich bilde noch aus. Ich bin nicht mehr der Alte, aber ich kann auch bestens die Kunst der Veränderung lehren. Den habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Also Duvin Aachen, ja, ich weiß. Kann ich euch helfen, Burger? Ich bin kein Burger. Das sind sehr ernste Anfragen.
Ich hab doch Zoll. Lang lebe das Kaiserreich. Entweder geht der Typ jetzt zu Audenz der Videos. Kann ich euch helfen? Habt ihr mich gehört? Adamus Philid. Ein kurzer Aufenthalt in unserem wunderschönen kaiserlichen Gefängnis wird deine Begeisterung für eine kriminelle Zukunft sicher bremsen. Hey, ich hab noch gar nichts gemacht. Beziehungsweise wurde ich nicht erwischt. Ich glaube, der geht jetzt zu Audenz der Videos. Ich folge ihm. Er läuft zumindest sehr zielstrebig. Eventuell geht er jetzt auch in die Bar. Wow. Ich kann ihm nicht davon berichten, dass ich die Aufgabe erledigt habe. Gruß dem Helden von Cerode. Kann ich euch helfen? Aber er geht erstmal in eine Bar. Geht weiter. Ich wäre froh, wenn er weitergehen würde. Warum geht das nicht? Kann ich euch helfen? Das sind sehr ernste Anschuldigungen. Wenn ihr... Erzählt weiter. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr... Ich halte nochmal zum Marktbezirk. Und rede mit Jensi. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Habt ihr etwas Wer hat euch das erzählt? Bitte? Ach ja. Los schon. Wenn ihr... Habt ihr etwas gefunden? Ich schätze, ich kann euch Wenn ihr... Ich gehe nochmal. Ich beende jetzt erstmal die Folge. Ich habe zwei Zeugen, die gegen Audenz Avidius aussagen wollen. Ich besorge mir einen Haftbefehl und verhafte ihn. Es war eine Ehre, mit euch zu sprechen, Meister. Okay, ich habe 24 Stunden gewartet und jetzt geht es. Grüße. Hi. Ich grüße euch. Und jetzt muss er erst Ihr seid. Mal... Kann ich euch helfen? Es war eine Ehre, mit euch zu sprechen. Jetzt muss er eigentlich zu Audenz der Videos gehen. Was braucht Nachrichten, ihr, Meisterbürger? Der Graufuchs beschützt euch. Ja, das ist sehr unauffällig. Es wird übrigens wahrscheinlich in dieser Woche auch sehr wenig Folgen geben, weil ich immer noch krank bin. Nach wie vor. Und dies ist zu entschuldigen. Das ist übrigens eine Truhe. Von dem einen Hehler. So schön. Was braucht ihr? Nein, du sollst laufen. Danke. Recht. Ich grüße euch. Ich will nicht sprechen. Okay, jetzt wird's irgendwie eigenartig. Ich bin schneller. So bin ich etwas langsamer. Das funktioniert. Boah, sieht das dumm aus. Ich höre euch zu, Bürger. Ich dir aber nicht. Lauf. Danke.
Wo ist er denn jetzt schon wieder? Specht. Ach, wahrscheinlich hat Audenz Avilius gerade den Platz gewechselt. Das kann gut sein. Ich weiß gerade auch nicht, ob ich die Folge an dem Tag hochlade, an dem ich sie aufnehme, also einem Montag, oder ob ich sie morgen hochlade, einem Dienstag. Wer hätte es gedacht, nach Montag kommt Dienstag. Wie kann ich euch helfen, Meister? Indem du läufst. Ich mache jetzt einfach einen riesigen Bogen um ihn herum. Weil er ja scheinbar erstmal durch die ganze Stadt laufen muss, damit er zu dem anderen Typen kommt. Nicht kömmt. Oh. Audenz Avidius, ihr seid wegen Erpressung und Bagatelldiebstahl verhaftet. Ergebt euch friedlich und bewahrt euch euren letzten Rest Würde. Ich bin überrascht, Aetius, dass ihr euch dazu hergebt, einen Hauptmann und Kollegen zu verhaften. Nur die, die das Gesetz brechen. Eher gehe ich ins Gefängnis, als gegen euch zu kämpfen. Eines Tages komme ich heraus und dann wird der Falschspieler, der mich verraten hat, bezahlen. Ich bin gerade wegen Korruption verhaftet worden. Tja. Schönen Tag. Kann ich euch helfen? Lang lebe das Kaiserreich. Der hat ihn gerade hinter sich hergewinkt. Gewunken. Ja gut, dem folge ich jetzt noch. Sollte nicht normalerweise eine Wache mit dem laufen? Aber scheinbar hat der Audenz Avidius Angst vor Aetius sein. Auch interessant zu wissen. Ich will mich hier irgendwie hochspringen baggen. Zum Glück ist es nicht mehr weit. Okay. Er hat einen Gefangenen verloren. Was braucht ihr, Meister? Ist übrigens schlau platziert, dass das Gefängnis direkt neben dem Marktplatz ist. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich bin vor kurzem ein paar Schlangen. Ihr seht aus, wie geht es euch heute? Geschickt im Führen der Klinge. Sterbt schon. Wer? Ich weiß gerade nicht, wer der Feind ist. Was ist los? Hey. Ich bin auf eurer Seite. Wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher. Warum? Ach ja, Bei dem wurde das Script nicht zurückgesetzt. Oh, schön. Eigentlich ist der Typ nämlich Teil des Dingsrates. Mythischen Morgenröte. Oh Gott, die soll nicht sterben. Mit einem alten Kriegsveteran. Haben die jetzt die Bettlaken? Nee. Oh, ne Scheiße. Warum müssen die alle sterben? Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung geschickt zu bewegen. Entschuldigung. Ich habe das Dings getroffen. Mikro. Recht. Oh, tot.
Tja. Damit wäre das ein Mitglied der Diebesgilde weniger. Okay, ich speichere hier, die kommen eh nicht mehr bei.